Parodontitis ist eine bakterielle Infektion des Zahnfleisches, die unbehandelt zu schwerwiegenden Folgen FA ein Viertel rennen kann. Aber kann Parodontitis tatsächlich vollständig geheilt werden? In diesem Video gehen wir dieser Frage nach und betrachten die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten FA ein Viertel er diese haufige Erkrankung. Parodontitis ist eine Enzymviertelndung des Zahnfleisches, die durch die Ansammlung von Plaque und Bakterien verursacht wird. Wenn Parodontitis nicht behandelt wird, kann sie zu Zahnverlust, Knochenabbau und anderen schwerwiegenden Problemen FA ein Viertel rennen. Aber kann diese Erkrankung vollständig geheilt werden? Die Antwort darauf ist komplex. Parodontitis kann mit verschiedenen Behandlungsmethoden kontrolliert und in einigen Fällen sogar ein Viertel CKG gemacht werden. Eine gute Mundhygiene, regelmäßige Zahnarztbesuche und professionelle Zahnreinigungen sind entscheidend FA ein Viertel eher die Vorbeugung und Behandlung von Parodontitis. Die Behandlung von Parodontitis kann je nach Schweregrad der Erkrankung variieren. In milden Fällen kann eine professionelle Zahnreinigung und Anweisungen zur Verbesserung der Mundhygiene ausreichen, um die Enzymviertelndung zu kontrollieren. In fortgeschrittenen Fällen kann jedoch eine umfassendere Behandlung erforderlich sein. Eine gängige Behandlungsmethode FA ein Viertel eher fortgeschrittene Parodontitis ist die Scaling und Wurzelglattung. Bei diesem Verfahren werden Zahnstein und Bakterien von den Zahnninnen und Wurzeloberflächen entfernt, um die Enzymviertelndung zu reduzieren und den Heilungsprozess zu unterstützen. In einigen Fällen kann auch eine chirurgische Behandlung erforderlich sein, um geschädigtes Gewebe zu entfernen und die Gesundheit des Zahnfleisches wiederherzustellen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Behandlung von Parodontitis ein lebenslanger Prozess sein kann. Selbst nach erfolgreicher Behandlung ist es entscheidend, die Mundhygiene aufrechtzuerhalten und regelmäßige Zahnarztbesuche wahrzunehmen, um einen ein Viertel CKG zu verhindern. Ob Parodontitis vollständig geheilt werden kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich des Schweregrads der Erkrankung, der Einhaltung der Behandlungsempfehlungen und der allgemeinen Mundhygiene des Patienten. In einigen Fällen ist es möglich, Parodontitis unter Kontrolle zu bringen und die Gesundheit des Zahnfleisches zu verbessern. Es ist wichtig zu betonen, dass eine ein-viertelseitige Diagnose und Behandlung von Parodontitis entscheidend sind, um schwerwiegende Folgen zu vermeiden. Wenn Sie Anzeichen von Parodontitis bemerken, wie Zahnfleischbluten, Zahnfleisch ein-viertel-CKG oder lockernde Zahnne, ist es wichtig, sofort einen Zahnarzt aufzusuchen. Insgesamt kann Parodontitis mit geeigneten Behandlungsmethoden kontrolliert und in einigen Fällen sogar geheilt werden. Eine gute Mundhygiene, regelmäßige Zahnarztbesuche und die Einhaltung der Behandlungsempfehlungen sind entscheidend FA ein Viertel eher den Erfolg der Behandlung. Abschließend kann gesagt werden, dass Parodontitis kein Schicksal ist, dem man sich ergeben muss. Mit der richtigen Behandlung und Pflege kann die Gesundheit des Zahnfleisches verbessert und langfristig erhalten werden. Wenn Sie Anzeichen von Parodontitis bemerken, zögern Sie nicht, einen Zahnarzt aufzusuchen und die notwendige Behandlung zu erhalten. Ihre Mundgesundheit liegt in Ihren Händen.